Julia Delenko sang das populäre russische Lied Wohin geht die Kindheit? Hören wir jetzt die Eindrücke der Schüler von ihrem Moskauer Aufenthalt. Julia Delenko singt популярную песню «Куда будет детство?». Давайте послушаем рассказы школьников о поездке в Москву. Arbeitsalltag als Bischof und Außenminister der Kirche.
такие, как красная груша, храм Христа Спасителя и Троицкую лавру в Сергиевом Посаде, самый большой монастырь русской православной церкви. Unsere Lehrer und unsere Gastfamilien bemühten sich, uns alle wichtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt zu zeigen. Besonders imposant war der berühmte Rote Platz mit der Maria-Schutzmantelkirche, auch Basilius-Kathedrale genannt, und natürlich der Kreml. Viele dachten, der Kreml sei das Regierungsgebäude des Präsidenten, vergleichbar mit unserer Hofburg. Aber in Wahrheit ist der Kreml der älteste Teil der Stadt, umgeben von einer Mauer, also einer Befestigungsanlage. Im Kreml befinden sich Gebäude der Administration des Präsidenten und berühmte Kirchen. Besonders in Erinnerung geblieben ist uns auch der Ausflug zur Klosteranlage Sergiev Posad, durch die uns ein Student aus dem Priesterseminar führte. Die Fahrt dorthin war landeskundig sehr interessant, da wir mit der russischen Schnellbahn, der Elektritschka, unterwegs waren. In der Schnellbahn fühlten wir uns wie auf einem kleinen russischen Marktplatz. Ми смотрели балет, посетили Третьяковскую галерею, принимали участие в русской свадьбе и даже сами разрисовали русские народные куклы. Kunst- und Kulturprogramm kam während unserer Reise keinesfalls zu kurz. Wir haben uns das russische Ballett Aschenputtel angesehen und wir haben in der berühmten Tretjakow-Galerie unendlich viele Gemälde bewundert. Aktiv sind wir in die russische Kultur eingetaucht, also bei der Nachahmung einer traditionellen russischen Hochzeit mitspielen durften. In der Schule betätigten wir uns künstlerisch und bemalten russische Puppen. Samen печатляющим событием нашей поездки было празднование юбилея. Мы поняли, что русские знают, как следует праздник не забываемый. Der große Höhepunkt der Reise war sicherlich der Festtag anlässlich unseres 30. Schüleraustausches. Ehrlich gesagt hatten wir Schüler nicht damit gerechnet, dass eine derart grandiose Feier vorbereitet worden war, die bis ins kleinste Detail durchgeplant war. Es wurde sogar ein Theaterstück aufgeführt. Schüler tanzten Walzer auf der Bühne und die gesamte Schule war dekoriert. Dieses Fest hat uns vor Augen geführt, dass Russen wirklich wissen, wie man richtig feiert. Wir waren äußerst beeindruckt.